Jo Leute, wir haben eine neue Verbotsliste und sie ist gültig am 3.12. und wir schauen sie uns jetzt an. Ja, wie bereits gesagt, es gibt eine neue Verbotsliste. Yay, alle haben drauf gewartet und sie ist gültig am 3.12., also nach diesem Wochenende auf jeden Fall. Und ich würde sagen, gucken wir auch mal an, was verboten ist. Sie ist nicht sehr lang, so kleiner Spoiler am Rande. Sie ist ziemlich kurz und zwar verboten ist Firewall Dragon. Firewall Dragon ist banned. Alter Leute, danke Konami auf jeden Fall. Firewall ist verbannt, das heißt, ja, die Loops und Firewall sind endlich vorbei. Gumbler Dragon wäre noch schön, aber Firewall hier auf jeden Fall drin. Super, super gut. Und dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen, damit ihr auch alle Informationen kriegt. Neu auf 1 ist Armageddon Ritter. Natürlich auch zu Recht, viel zu stronge Karte. Hat ein FTK ermöglicht. Natürlich muss man bedenken, auch mit Firewall. Aber, ja, Armageddon Knight ist auf jeden Fall auch ein Problem gewesen. Natürlich auch Isolde, aber Armageddon Ritter auf jeden Fall ist ja ein Instant Isolde gewesen. Ziemlich gut, dass sie jetzt hier auch auf 1 ging. Auf 1 ist sie sehr random, genauso wie es hier zum Beispiel. Und dann machen wir einfach weiter, denn das war schon bei den auf 1, dann kommen wir jetzt auf die auf 2 sind, und zwar Schicksalsheld Malicious. Ja, Schicksalsheld Malicious, ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, Armageddon Knight ist instant eine Isolde, beziehungsweise mit Malicious sogar instant ein Link 3, war natürlich viel zu stark und hat viel zu viele Kombos ermöglicht. Jetzt hier nur noch auf 2, ist okay, da war er schon mal, auf 2 war er schon mal, jetzt halt wieder auf 2, ziemlich cool. Und ihr seht sie jetzt schon unten. Ah, Anius Kern geht auf 3 wieder, Leute. Alter, alle ABC-Leute freuen sich jetzt auf jeden Fall. Firewall ist weg, das Problem ist gebannt. Erstmal. Und ja, jetzt kommt Anius Kern natürlich wieder. Zu Recht natürlich auf jeden Fall. Dann Cosmo Dark Destroyer endlich auf 3. Cosmo freut sich. Cosmo hat jetzt mit 2 ja nicht wirklich so viel gerissen. Mit 3 mal sehen, ob sich was ändern wird. Aber ich denke, es wird jetzt trotzdem nicht irgendwie Tier 1 oder so werden, sondern es bleibt eher ein Randdeck. Aber schön, dass Cosmo jetzt seinen dritten Dark Destroyer auf jeden Fall hat. Und von Grabgerufen geht auf 3, Leute. Das finde ich ein ziemlich unerwarteter Wechsel hier. Ich dachte echt, dass die Karte auf 2 bleibt. War eigentlich ganz cool auf 2. Auf 2 war sie zwar oft da, aber nicht zu oft. Also war ein bisschen Random-Faktor drin. Ziemlich cool gewesen auf 2. Jetzt auf 3. Ist okay, würde ich sagen. Ich meine, ein bisschen mehr gegen Handtraps haben wir jetzt. Das ist auch wieder cool und wiederum. Und ich würde sagen, das war schon von der Liste. Wie gesagt, es gibt nicht mehr Karten. Das waren alle Karten, die drauf sind. Ziemlich wenig. Man könnte jetzt hier wieder von reden, von einer, naja, von einer Zwischenliste. Aber es ist die offizielle Liste. Ich habe jetzt leider hier nicht die englische Version drauf. Ich weiß nicht, wann wieder die nächste Änderung ist. Hier jetzt bei der deutschen steht es nicht dabei. Aber ich packe euch das sonst nochmal später als Kommentar. Also wann die nächste Liste kommen wird sozusagen. Und ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Liste? Ist ja doch eine sehr kurz und knackige Liste, aber Sky Striker komplett unberührt und ja, Firewall weg. Ist das super eigentlich, ne? Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Liste? Was hättet ihr gerne noch drauf gesehen und was nicht? Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald.